Willkommen zu einer Special-Folge. Viele von euch haben mich danach gefragt. Denn es gibt nämlich in Yandere einen Special-Modus. In diesem Modus kann man ganz viele neue Charaktere ausprobieren, die Superkräfte haben. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen und habe alle für euch ausprobiert. Es gab viele Lachflashs, aber wir haben auch ein paar Dinge für euch zensieren müssen. Die nächste Folge wird wieder eine Folge sein, in der ich eure Aufgaben erledige. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Willkommen zu einem neuen Video und heute was ganz Besonderes. Das wollte ich immer schon mal machen und zwar werde ich heute, und ich möchte, dass ihr dafür meinen Arm cuttet und mir Credits gibt, alle Modi ausprobieren, die es gibt. Denn dadurch, dass wir das machen, wird es sehr, sehr ätzend, weil wir müssen immer wieder raus aus dem Bildschirm. Das werdet ihr nicht mitbekommen. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit dem Punish Mode. Okay, was kann ich hier machen? Das ist hier der Gag an der Sache. Oh mein Gott, wie die Reputation direkt runtergeht. Kann ich die nicht irgendwie angreifen? Nein? Hey Leute, da ich irgendwie keine Fähigkeit habe. Guckt mal Leute, da ist einer umgekippt im Flur. Ja Leute, das fällt euch jetzt auf, verdammt. Oh mein Gott, der Stuhl ist mitgegangen. Sie macht dort weiter. Sie macht dort weiter, seht ihr das? Guck mal, die macht ja einfach weiter. Mhm, ja, was ist passiert? Ja, notieren Sie das. Was schreibt sie eigentlich? Okay, sie notiert Tests. Okay, juckt kein, ich würde sagen, nächster Modus. So Leute, der nächste Modus ist der Bedtime-Modus. Oh, oh. Ach was, wie geil. Hey Leute, have fun. Kann ich die auch damit um? She had a bad move. So. La 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 la. Guck mal Leute, sie kann fliegen. Hey, Bock zu fliegen, Alter? Dann aber los hier. Sieht irgendwie falsch aus mit der Hand. Not another step. Ich kann ihn nicht umbringen von hier. Ich werde vom Rektor bedroht. Hier ist, hier ist der Beweis. Okay, Leute, der nächste Modus. Da haben wir doch den Huntress-Mode. Oh. Nicht die sexy Musik. Irgendwas muss ich doch mit denen machen können. Gibt es hier nicht irgendwas, was ich tun kann? Außer, dass mir pinke Strahler zum Arsch kommen. Könnt ihr mir gern schreiben, warum das nicht funktioniert? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. So. Der Slender-Mode. Der Slender-Mode. Hey, Leute. Senpai. Möchtest du mir mal unter den Rock? Schau mir unter meinen Röckle, Senpai. Die Füße. So voll hässlich. Oh ja, jetzt Senpai. Ja, Kaching. Okay, nächste Runde. So. Okay, dann kommt doch mal das nächste. Da haben wir den Spooky Mode. Ach was, wie geil. Oh mein Gott. Warum nur die Frauen? Warum nur die Frauen? Warum? Das ist eine berechtigte Frage. Scheiße. Schon mal Skelett in Foto machen sehen. So, wir haben einmal den Bancho-Mode. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, wenn sie ihre Hände wegnimmt, sieht man was anderes. Ich glaube, das könnte interessant werden. Warte mal, wen nehmen wir uns denn da? Kann ich es auch sein Senpai prügeln? Warte. Ich kann Senpai prügeln. Oh mein Gott! Und die Lehrerin kommt wieder, um ihre Hausaufgaben hier zu machen, ey. 2000 Jahre später. Oh, oh. Oh mein Gott. Guck mal, den wiggelt's richtig. Der fliegt den Bienen. Cyborg-Mode. Oh, das ist nice, der Cyborg-Mode. Mann, das sind alles Sachen, wo ich irgendwie ein Cyborg bin und cool bin und ich sehe mich nicht wegen meinem Helm. Energy Sword. So, Ruhe im Puff. Oh mein Gott. Nicht schreien. Holy shit. Die Zensur funktioniert nicht, Karma. Ja, nächster Modus, der ist ein bisschen brutal. Der Falcon Mode. Geil, Falcon Mode, so cool. Scheiße. Wo sind die denn hin? Oh mein Gott. Ich bin die Lehrerin, mach wieder weiter.
Ah, interessant, Leute. Ich würde sagen, nächster. Der Cyrno-Mode. Oh. Kann ich denn hier? Oh, hallo. Oh, Hallöchen. Ich kann euch irgendwie was Böses tun, ohne zu checken, was. Ach so, ich kann die alle abknallen. Okay, Leute, 1, 2, 3, los geht's. Wunderbar, nächste. So, nächster Modus ist der Ebola-Mode. Die muss ich einfach nur berühren. Das ist ja easy. Easy going. Ich kann Senpai die Seele nicht wegnehmen. Senpai hat mich ganz nah angeschaut. Senpai! Du Pussy, komm zurück, Senpai! Senpai! Du Pussy! Okay, nächste Runde. Titan-Modus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wie soll ich da irgendwie... Kann ich machen, dass mir einer folgt? Moment mal, ich kann doch... Kann ich das noch machen? Oh Gott, die ganzen Füße. Hilfe, das war der Fußfetis. Oh Gott, das ist gruselig, wie die da alle rumsitzen wie so ein Monster. Okay. Was? 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 Ja, keine Ahnung, wie die da rumchillen. Oh, leck mich doch am Arsch. So, was gibt's als nächstes? War der Titan der Gola-Mod? Ach du Scheiße, was ist denn das? Ach du Scheiße, das sei ja Chin. Okay, wir machen die Musik. Oh, geil. Und jetzt? Ich kann mit denen voll wickeln. Komm, wenn ich mit denen rede, dann macht er so: You don't listen to me, motherfucker, in the house. What's wrong with you? Bester Modus bis jetzt. KD-Mode. Oh, shit. Oh, Gott. Donkey Kong-Mode. Leute, ihr seid ja so beautiful. Hey guys, I'm a shy girl. Okay, da kann man nichts machen, außer einfach nur bescheuert aussehen. So, nächster Modus und da haben wir doch was anderes Wundervolles. Okay, ich bin Hitman. Ich mach mal F1. Change weather and raincoat. Oh shit. Hallo? Ah, jetzt habe ich einen Raincoat. Süß. Oh shit, jetzt bin ich im Raincoat. Oh Gott, das ist doch da, wo die gruselige Tante mir hinterherläuft, oder? Wenn ich mich hier jetzt verstecke. Hallo, Bitch, hol mich. Sobald sie kommt, drücke ich Halt. Oh mein Gott, sie darf mich nicht kriegen. Hahaha, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, scheiße. Nein, scheiße, bin dir vor die Hände gelaufen, Mann. Nein! Scheiße. So, jetzt haben wir es wieder schön. Jetzt machen wir das mal kurz alles hier an. Blade Hair Mode. Oh, das sieht böse aus. Hab schon so eine Vorahnung, was ich damit machen kann. Oh, shit. Okay, hat niemand gesehen. So, die sollen mal alle mich reinlaufen. Okay, das ist böse. Nächste Mode. Jan Ketsu Mode. Oh, nice. Ja, hallo. Ja, schau mal an hier. Waffe. Okay, jetzt drehen sie alle durch. Das ist ja nichts im Vergleich zu vorhin. Genau, und alle ein Foto von mir. Postet das bitte alle. Das ist gar nichts hier. Da haben wir einmal den Medusa-Mode. Was war das? Ach, muss ich denen immer in die Augen gucken? Ach krass, guck mal, ich muss gar nichts machen. Ich muss die einfach nur anschauen. Ach, crazy. Warte, kann ich auch Senpai zu Stein machen? Das schau mich an, Senpai. Senpai. Ich habe Senpai verstanden. Okay, nächste Runde. Nächster Mode ist der Tornado-Mode. Was? Okay, den hatten wir schon. Wollt ihr mich rollen oder was? Kann ich jemand angreifen? Nee, ich muss wahrscheinlich wieder das hier drücken. Ja, fliegt! Warum blutet man wegen sowas? Gefällt mir, aber was da oben das soll, das weiß ich nicht. Enigma-Mode. Oh, was sind das? Was kann ich machen? Vielleicht nicht ducken? Hey, puh, puh, puh! Naja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Dann haben wir den Hunger-Mode. Den finde ich besonders geil. Und da wird gegessen! Komm her! Yummy! Yummy, 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 yummy! Das ist nämlich 6 von den Nightmares. Wieso kann ich nichts tun? Hilfe, nein! Ich habe doch gerade das gegessen, Mann! Ach, kommt, Leute. Der Witch-Mode. Der Witch-Mode. Okay, ich ganz elegant laufe. Das ist halt richtig geil, ey. Und jetzt? Geil, jetzt ist die Stadt, die Zeit stehen geblieben. Hammer. Ach, das ist ja cool. Genau, jeder kann es außer du Spacko. Und hier durch die Kamera sehe ich, dass es alles nur Betrug ist. Der Gazer-Mode ist dann die 1. Oh, hallo. Kann ich dir reden? Ich kann euch gazen.
Oh, oh, ich kann die alle burnen. Burn, motherfucker, burn. Ach, da kann ich meine Waffe ändern. Schaut mal, wenn ich das mache, kann ich verschiedene Dinger machen. Ach, das ist ja krass. Und so, Guys, wie in die Kamera guckt. Oh, Guys, habt doch keine Angst. Ist doch ganz kuschelig da drin. Dann haben wir den X-Mode. Oh, hallo, was bist du denn? Ach so, da kann ich mich quasi zu böse verwandeln. Aber trotzdem kann ich da nichts machen. Live-Note-Mode, was ist denn das? Oh, wir müssen doch irgendwas machen können jetzt. Ach, geil, das ist ein Death-Note-Dings. Da kann ich quasi sagen, wer wie sterben soll. Ja, machen wir halt mal die. Ja, eine Explosion ist immer gut. Finish. Die ist einfach die fotografieren das und rennt weg, die Arschlöcher. Okay, das ist ein geiler Modus. Wir haben den Man-Mode. The Man-Mode. Das müsste... Oh mein Gott. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh Gott, warte mal. Selfie-Mode. Ja, wie gut. Okay, das ist einfach nur ein Scheiß-Mode. So, jetzt haben wir Black Hole Mode. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hä? Ach, die kommen. Oh mein Gott, die kommen alle rein. Kommt rein, die gute Olga. kommt rein. Kommt rein, Leute. Kommt rein. Das kostet euch nichts. Genau. Kommt alle rein. Okay, alles klar. Polizei, was will die denn schon machen? Senpai? Senpai, ich hab Senpai aufgezogen. Ich hab Senpai in mir drin. That's what she said. Oh, guck mal, da ist Senpai irgendwo. Senpai ist in mir drin. Bitte sag uns nicht, da ist Senpai irgendwo gewesen. Okay, warte, jetzt gucken wir mal kurz nochmal oben. Das geht nicht bei dem. Der ist voll gesaved, der Sack. Außerdem hat er da unten eine Alkflasche. Lilly. Ach, cool. Das ist Elfenlied. Wie geil. Elfenlied. Ach, es ist toll. Ich hab das eigentlich geliebt. Geiler Modus. Ich liebe dieses Spiel, diesen Anime. Ich habe den Berserker-Mode noch. Oh. Ich glaube, das könnte böse werden. Oh, shit. Ja, okay. Genau, macht schön Fotos davon, Leute. Nächste Runde! Und dann gibt es noch den letzten. Und das ist der Nier-Mode. Oh, shit, was sind das? Ach, die Nier-Atomana. Das ist ja lustig. Cool. Guck mal, die hat es nur ein bisschen erwischt. So, interessant. Oh, ich kann die auch nicht helfen. Bällchen-Mode, Bällchen-Mode. So, die Bällchen müssten ja theoretisch gehen. Guck mal, das macht dann einfach nichts aus. Das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Modus ihr am coolsten findet, was ich bei dem Modi mache, wo ich nichts machen konnte. Und ja, in der nächsten anderen Folge kümmere ich mich wieder natürlich um eure Aufgaben. Schreibt deswegen auch gerne hier weitere in die Kommentare und was ich ausprobieren soll. Und ich sage wie immer Danke fürs Zuschauen und ade mit Waschi.